mein Großer. Ein Satz von ihm zeigte seine ganze Liebe zu mir. Er sagte, wen der Herrgott bescheißen will, den lässt er in Palermo zur Welt kommen. Aber du, Gioacchino, bist in Rom geboren. Vielleicht wirst du es schaffen. Sì, veniva qui tutte le mattine con una borsa piena di libri e di carta per scrivere. Si sedeva, cominciava a scrivere e fumava di continuo. Eines Tages schickt Giuseppe ein Manuskript an einen Bekannten. Der trifft sich mit ihm im Café Mazara und sagt, aber das ist ja ein Meisterwerk, etwas ganz Außergewöhnliches, eine Offenbarung. Woraufhin Giuseppe kommentiert, da ist mir klar geworden, dass er mich bis zu diesem Moment für einen Idioten gehalten hat. Liebster Guido, ich glaube, das Buch wird dir gefallen. Es ist ironisch, bitter und nicht ohne Bosheit. Alle kommen schlecht darin weg. Der Titel wird Il Gattopardo lauten, das heißt Leopard im sizilianischen Dialekt. Denn der Leopard ist die zentrale Figur in meinem Wappen und auch in dem des Protagonisten dieses Romans. Der Protagonist bin schließlich ich selbst. Einer, der das ganze Leben lang nichts zustande gebracht hatte, schreibt einen einzigen Roman und wird unsterblich.